Willkommen zu einem neuen Tech-Video von Motorreport. Heute ganz romantisch in der Abenddämmerung, denn wir haben zurzeit die letzten 14 Tage permanent Hitze, 30 Grad jeden Tag, und bei Sonnenlicht kann man die Displays hier im BMW X2 ziemlich schlecht ablesen. Deswegen sind wir heute wieder unterwegs auf der A9 und wir schauen uns an den Driving Assistant Plus von BMW. Und treue Zuschauer werden jetzt sagen, ihr habt doch schon ein Video gemacht über den Driving Assistant Plus im 5er BMW, und das stimmt auch, aber der Driving Assistant Plus hat im X2 einen ziemlich anderen Funktionsumfang, beziehungsweise setzt er sich hier aus anderen Extras zusammen. Deswegen werfen wir erstmal einen Blick hier auf den Tacho mit der einen Kamera, die andere filmt mich über die Schulter. Wir aktivieren jetzt schon mal grundsätzlich die ACC, das ist ja die Basis jeder teilautonomen Fahrsituation. Das mache ich hier mit dem linken Daumen. Ich hoffe, man kann das sehen in der Dämmerung hier oben. Das heißt, hier wir einmal aktivieren des ACC bzw. des Tempomaten, und nach oben setze ich die Geschwindigkeit. In dem Fall sieht man schon, haben wir hier die ACC aktiv, das heißt die adaptive Geschwindigkeitsregelung. Wir haben uns hier konfiguriert und jetzt wird es nämlich interessant, den Driving Assistant Plus, da ist das Ganze dabei, aber nur auf Kamerabasis. Der X2 hier hat also keinen Radarsensor. Wenn ich das Ganze per Radarsensor haben möchte, muss ich das auch per Radarsensor konfigurieren. Das war aber scheinbar, als der X2 gebaut wurde, noch nicht verfügbar. Deswegen, wie gesagt, nur per Kamera und deswegen auch nur bis maximal 140 km/h einstellbar. Ich zeige trotzdem mal, wie das grundsätzlich funktioniert. Wir haben hier also in diesem halbdigitalen Tacho nicht so viele schöne Anzeigen wie im 5er BMW. Da haben wir das ja zuletzt gezeigt, ist auch unten verlinkt, sondern wir haben hier ganz klassisch sozusagen als Leuchte oder als LED eben hier die Ansicht, wie viel Abstand gerade gewählt ist. Jetzt gehe ich natürlich mal auf den nächsten Abstand, das ist mir am liebsten. Ich setze genau 100 km/h, was vorgegeben ist, denn was vorgegeben ist, sehe ich hier unten. Das ist einmal erkannt von der Kamera im Driving Assistant Plus, da ist das dann schon dabei für diese 1400 € im Paket. Und es wird auch noch mit den Navi-Daten abgeglichen, denn den Driving Assistant Plus, den gibt es gar nicht ohne Navigationssystem. Ich muss aber nicht das Navi Plus nehmen, das normale Navigationssystem reicht auch schon. Dann fahren wir hier eben so teilautonom entlang mit einem Unterschied. Das sehen wir nämlich schon in der Kurve. Auch wenn das mir hier so suggeriert wird von sämtlichen Anzeigen, können wir hier im Gegensatz zum 5er BMW nicht teilautonom lenken. Das heißt, wenn ich in der Kurve das Lenkrad loslasse, gibt es keine Lenkbewegungen. Das sieht dann so aus, ich drifte ab. Sollte man nicht machen. Ich werde zwar jetzt, wenn ich die Spur überfahre, ohne zu blinken, werde ich zwar über Vibrationen hier gewarnt, fällt auch auf, aber es gibt keinen Lenkeingriff. Das heißt, grundsätzlich ist der Driving Assistant Plus im X2 einfach nur ein Driving Assistant in Sachen ACC. Das heißt, ich setze eine Geschwindigkeit, es kann automatisch gebremst werden, der Abstand wird zuverlässig gehalten, aber es gibt keine Lenkunterstützung. Auch wenn hier unten natürlich das Spursymbol angezeigt wird, das grüne, das heißt, Spuren sind erkannt, aber das heißt auch nur, die Spur ist erkannt und ich kann passiv gewarnt werden über Vibrationen, aber es wird nicht aktiv gelenkt. Auch hier oben könnte man natürlich meinen, dass hier Spuren erkannt worden sind, das ist aber nicht der Fall. Das heißt einfach nur, dass die ACC aktiv ist. Dann kommen wir kurz zu dem Mysterium. Ich habe hier gerade also keine Geschwindigkeit. Jetzt kommt ein 100 km/h-Limit. Das wird er sicherlich gleich erkennen. So, er hat es erkannt. Aber mir wird nicht vorgeschlagen, dass er diese 100 km/h jetzt übernehmen kann. Jetzt kommt auch 80. Und trotzdem gibt es keinen Vorschlag. Wir haben hier im Menü, das blende ich mal ein, durchaus die Möglichkeit, diesen Speed Limit Assist zu aktivieren. Das heißt, er sollte jetzt vorschlagen, 80 km/h zu setzen. Da müsste ich nur einmal übernehmen, aber er tut das nicht. Wir haben da jetzt wirklich tagelang probiert an Einstellungen im 5er BMW, da ging das. Da hat er die Geschwindigkeit übernommen, er hat es vorgeschlagen. Ich fahre 100, 80 ist, bitte übernimm 80, aber hier passiert das nicht. Vielleicht habe ich was falsch gemacht, da freue ich mich über eure Kommentare. Ansonsten setze ich jetzt nochmal 100, obwohl 80 ist, er hält den Abstand, der LKW fährt 89, und wenn ich jetzt gleich nach links ausschere, also blinke, dann wird auch direkt bei der ersten Lenkbewegung ausgeschert. Also geht wunderbar, obwohl ich hier nur auf Kamerabasis arbeite und das Ganze bis 140. Ich kann 240 setzen und dann ist auch Schluss. Man sieht schon, es bahnt sich eine Autobahnbaustelle an.
Die kriegen wir jetzt leider abends um 21.30 Uhr nicht mehr, aber wir sind an eine Baustelle gefahren und dann wird dieser Knopf hier oben relevant. Was aussieht wie ein Lenkassistent, ist dann der Stauassistent, der hier auch inklusive ist im Driving Assistant Plus. Ich kann da mal drauf drücken und dann sehe ich hier unten, Stauassistent ist nur bis 60 km/h verfügbar und er ist auch nur im Stau verfügbar. Das heißt, hätte ich jetzt hier einen Stau, kann eben durch einen Stau vorgefahren, hier teilautonom durch den Stau gefahren werden und dann kann der X2 auch aktiv lenken. Das heißt, wenn ich einen Stau habe, ich blende das ein, wir hatten nämlich neulich einen Stau, dann kann er auch in engen Autobahnbaustellen wirklich aktiv lenken, dem Vordermann und den Spuren folgen und das funktioniert auch richtig gut, aber es geht im X2 eben nur bis maximal 60 km/h und nicht bei höheren Geschwindigkeiten, leider. Auch nicht optional. Dann können wir vielleicht noch mal kurz einen Blick werfen hier unten drauf auf die erkannten Verkehrszeichen. Das stellt er also wirklich sehr schön dar. Es ist ein bisschen pixelig. Das ist jetzt nicht das neueste Display. Hier setze ich jetzt mal 90, das sieht man auch. Ich kann in 10er km/h Schritten setzen, in 5ern. Und überhaupt dieses Geschwindigkeitssetzen hier links mit diesem, mit dieser gummierten Taste, die sieht billig aus, aber das geht wahnsinnig gut und liegt gut in der Hand. Man rutscht da nicht ab. Also das ist großartig gemacht. Jetzt sehen wir das Ganze hier nochmal bei Nacht, auch die Nachtansicht. Der Tacho dimmt sich dann automatisch, geht wirklich gut. Und jetzt wird es gleich nochmal interessant, denn wir haben ja gesagt, die ACC, also die Abstandsregelung, funktioniert nur bis 140 km/h. Jetzt kommt die A9, dreispurig, das Tempolimit ist gleich aufgehoben und ich kann jetzt hier mit 140 fahren. Das ist aber irgendwie langweilig. Ich habe 190 PS, ich habe den großen Diesel X-Drive, da will ich eigentlich schneller fahren. Die Verkehrszeichenerkennung zeigt mir auch nochmal, das Tempolimit ist aufgehoben, das Überholverbot ist aufgehoben und jetzt ist bei 140 Schluss. Dann kann ich manuell Gas geben oder ich kann einen Trick machen, den ich hier mal so verrate, was bei manchen Modellen geht. Ich kann nämlich die ACC abschalten und auf einen klassischen Tempomat umschalten. Das würde ich jetzt in dem Fall auf jeden Fall machen, denn ich habe keine Lust, mit der Geschwindigkeit weiterzufahren. Dazu muss ich einfach einmal lang auf die Abstandstaste drücken und dann schauen wir mal hier ins Display, was passiert. Ich drücke jetzt lang die Abstandstaste und nach 2-3 Sekunden kommt hier Abstandsregelung deaktiviert und wir haben das klassische Tempomatzeichen wie früher. Jetzt kann ich alle Geschwindigkeiten setzen, die mir belieben, bis maximal 250 km/h. Ansonsten gilt wie in allen aktuellen BMW-Modellen, ich habe hier diese eine Assistenzsystem-Taste, die leuchtet grün, wenn alles in Ordnung ist. Wenn es ein Sensorproblem gibt, dann wird das Ganze rot. Und über die kann ich auch nochmal alle Assistenzsysteme, die wichtigsten zumindest, auf einen Blick sehen. Ich habe jetzt in dem Fall mit der Taste die Spurverlasswarnung deaktiviert. Jetzt ist sie wieder aktiviert, deswegen jetzt wieder grün. Und ich habe ja gerade gezeigt, ich fahre jetzt nur auf Tempomat. Und wenn ich jetzt ein bisschen nachlässig bin, kann es natürlich passieren, dass ich auf Hindernisse zu nah auffahre. Dafür haben wir aber eine Auffahrwarnung an Bord. Die kann ich in 3 Stufen einstellen, früh, mittel oder spät. Und wenn ich mich jetzt an dem Fahrzeug zu stark bzw. zu schnell nähere, dann werde ich auch nochmal optisch und akustisch gewarnt. Das Ganze funktioniert über dasselbe Symbol wie eben diese Abstandsspuren. Das kann ich jetzt mal zeigen, natürlich ohne jemandem wirklich zu nahe zu kommen. Wenn ich jetzt einfach mal Gas gebe und ein Autobahnfahrer bin, der vielleicht etwas näher auffährt, dann sollte jetzt hier in der Mitte gleich das rote Symbol erscheinen, dass wir hier zu nah dem Vordermann geraten. Jetzt haben wir hier das rote Symbol und wenn ich das noch mehr eskaliere, also noch später reagiere, dann gibt es nochmal eine Warnung per Piepton. Das heißt, ich werde optisch und akustisch gewarnt. Ich werde übrigens auch im Head-Up-Display gewarnt und zur Not kann dort noch die Bremse vorkonditioniert oder eine Notbremsung bei der entsprechenden Geschwindigkeit eingeleitet werden. Das ist dann im Driving Assistant Plus also auch immer dabei. Insgesamt ist es ein bisschen schade, dass beim X2 ab Werk überhaupt keine Fahrerassistenzsysteme dabei sind. Während zum Beispiel der T-Roc immer einen Lane Assist, das heißt einen aktiven Spurhalteassistenten dabei hat, habe ich hier auch bei der höchsten Ausstattungsvariante, ich zahle hier immerhin insgesamt 60.000 Euro für den X2, nicht mal einen aktiven Lenkassistenten an Bord. Das wäre also was, man auf jeden Fall nachbessern kann in dem Facelift, hier wirklich ein paar Assistenzsysteme reinzupacken. Was mir auch noch fehlt, ist ein toter Winkelwarner. Obwohl ich jetzt alles an Bord habe, ist der hier gar nicht verfügbar. Es gibt also kein Radar nach hinten.
So viel also kurz und knapp bei unserer kleinen Nachtfahrt hier zu den Assistenzsystemen im X2, die wie gesagt leider alle optional sind. Interessant ist auch, wenn man sich ein X2 konfiguriert, wirklich mal genau in den Konfigurator zu schauen. Es gibt hier eben verschiedene Driving Assistance, das heißt, es gibt einmal eine ACC, die dann auch bis 210 km/h geht auf Radarbasis, oder wie wir es eben hier haben, nur bis 140 km/h, dann den Driving Assistant Plus, wobei wir zwar im Paket viele Assistenzsysteme dabei haben, die Radar ACC aber auch nicht mehr kostet. Ob das ein Fehler im Konfigurator ist, wissen wir nicht, oder einfach eine Umstellung. Wir sind auf jeden Fall da auch gespannt auf eure Kommentare. Was hat es auch mit dem Speed Limit Assist auf sich? Vielleicht kennt sich da jemand besser aus als wir. Wir haben es auf jeden Fall nicht rausgefunden, wie es ging, obwohl es im Menü steht. Wir danken euch für eure Kommentare und sagen vielen Dank fürs Zuschauen.